Am 16. September 1994 ereignete sich in der Area School, einer Grundschule in Ruwa, Simbabwe, eine der bekanntesten UFO-Nahbegegnungen. Eine Gruppe von Kindern bemerkte auf dem Schulhof ein ankommendes Objekt und sie suchten die Stelle auf, an der es landete. Einige der Kinder berichteten später, dass seltsame Wesen aus dem Schiff gestiegen seien, die ihnen zum Teil telepathische Botschaften übermittelt hätten. Man erkannte die Bedeutung des Vorfalls und führte rasch Untersuchungen vor Ort durch, die von einem Kamerateam der BBC begleitet wurden. Einige Tage später führte man umfangreiche Interviews durch und kam zu dem Schluss, dass es sich bei den Berichten weder um einen Streich noch um eine Massenhysterie handelte. Emily ist eine der Betroffenen, die damals nur wenige Meter von den Wesen entfernt stand und in eine telepathische Interaktion mit ihnen gezogen wurde. Emily war damals 8 Jahre alt und mit ihrer Freundin Liesel zusammen. Emilys Wahrnehmung der Wesen macht deutlich, dass es sich bei den Ereignissen um etwas völlig Fremdes handelte, das mit keiner ihrer bisherigen Erfahrung vergleichbar war. Mangels Einordnungsmöglichkeiten versuchte sie, das Geschehene nicht zu interpretieren, sondern sich auf die damit verbundenen Gefühle zu konzentrieren. Als die Mädchen den Wesen direkt gegenüberstanden und von ihnen aus nächster Nähe angestarrt wurden, legte sich eine seltsame Energie über die Umgebung. Emilys Beschreibung, von 2 Wesen mit großen, schwarzen Augen angestarrt worden zu sein, wurde von Liesel, die neben Emily stand, bestätigt. Die Ideen oder Gedanken seien ihr dann einfach gekommen, ohne dass die Wesen etwas gesagt hätten. Bei Liesel handelte es sich um bildliche Warnungen vor drohenden Konsequenzen, die eintreten könnten, wenn die Menschheit ihren bisherigen Weg fortsetze. In einem langen Interview 2,5 Jahre später sagte Liesel, dass sie trotzdem keine Angst vor dem Wesen hatte, weil sie irgendwie spüren konnte, dass die Wesen friedlich waren. Als sie sich mit anderen Kindern über die Absichten der Wesen unterhielt, kam immer die gleiche Meinung auf, dass es sich um eine Warnung handelte. Die beiden Wesen waren hellhäutig und trugen schwarze Anzüge. Eines der Wesen hatte eine Glatze, während das andere schwarze Haare hatte. Währenddessen wurde ein anderer Junge namens Francis von einem außerirdischen Wesen, das sich auf dem Objekt befand oder sogar darauf saß, angestarrt. Francis starrte in die Augen des Wesens und war der Meinung, dass er plötzlich etwas Gefühlsmäßiges wahrnehmen konnte. Wie bei Liesel war es die Ahnung, dass etwas Schlimmes passieren könnte und dass es mit der Zerstörung unserer Umwelt zu tun hat. Das Mädchen Emma gab an, etwa 3 bis 4 Meter vor dem Wesen entfernt gewesen zu sein. Sie sagte, dass sie, als sie von einem der Wesen angeschaut wurde, das Gefühl hatte, mit ihm mitgehen zu müssen, aber das wollte sie nicht. Emmas weiteren Gefühlen zufolge wollten die Wesen uns darauf aufmerksam machen, dass wir unserer Welt keinen Schaden zufügen dürfen und dass wir uns nicht zu sehr technologisieren sollten. Auch das Mädchen Salma gehört zu den Kindern, die ihre Aussage als Erwachsene wiederholt haben. Sie wurde auch von einem der Wesen in einiger Entfernung angestarrt. Sie fügte jedoch einige aufschlussreiche Details hinzu. Der hypnotische Blick des Wesens sei ihr bis heute am stärksten in Erinnerung geblieben. Der hypnotische Blick sei so stark gewesen, dass sie ihren Blick nicht von den Augen des Wesens abwenden konnte. Wie Emily berichtet auch Salma über das Zeitgefühl und eine spürbare Veränderung der Stimmung in der Umgebung. Salma hatte sich noch nie in ihrem Leben so müde und erschöpft gefühlt, wie nach dieser Anstrengung, den Blick von dem Wesen abzuwenden.
Die Wesen erinnern schließlich stark an die klassische Form von den sogenannten Kray. Eine Besonderheit der Zeugenaussagen war, dass sie einen schwarzen, eng anliegenden Anzug trugen. Die Zeugin Salma verglich dies mit einem Taucheranzug, da der Anzug in der Sonne das Licht leicht reflektierte. Eines der Wesen hatte lange schwarze Haare, während die anderen kahl waren. Ihre Haut war hell, sie hatten große schwarze schräg stehende Augen, zwei Löcher anstelle der Nase und einen kleinen schmalen Mund. Sie waren nur etwa einen Meter groß. Die ersten Kinder waren nach eigenen Angaben bis auf 5 Meter an das große Objekt herangekommen. Ähnlich verhielt es sich mit dem Wesen, die sich zum Beispiel von selbst bis auf 3 Meter näherten oder wie im Fall von Emily nur noch eine Armlänge entfernt waren. Die Wesen sollen sich seltsam bewegt haben, fast wie in Zeitlupe. Die Zahl der Zeugen im Fall Ruba wurde bisher mit 62 angegeben. Der Pausenhof schien mit fast allen 250 Schülern gefüllt gewesen zu sein. Der Schulkiosk war besetzt und die Lehrer saßen in ihren Räumen. Außerdem seien Szenen des Vorfalls von 2 Lehrerinnen beobachtet worden. Eine ältere Lehrerin sei kreidebleich in das Gebäude zurückgekehrt, während eine jüngere Kollegin viel mehr beobachtet habe. Diese außergewöhnlichen Begegnungen mit den Kindern ist eines der glaubhaftesten UFO-Nahbegegnungen der Geschichte. Trotz aller Skepsis und Fragen, die im Laufe der Jahre aufgekommen sind, haben die Zeugenaussagen der Schulkinder von Ruwa nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ihre gemeinsamen und detaillierten Berichte über die außerirdischen Wesen und ihre Botschaften sind schwer zu ignorieren. Diese Kinder haben etwas Ungewöhnliches erlebt, das sie zutiefst bewegte und bis heute nicht vergessen haben. Ob man nun an außerirdisches Leben glaubt oder nicht, der Ruwa-Vorfall erinnert uns daran, wie wenig wir eigentlich immer noch über dieses Mysterium wissen.